So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Nummer 4. Separate Ways steht an, wir sind hier noch mit Ada unterwegs. Ich glaube, allzu lang wird es nicht mehr, oder allzu viel wird es nicht mehr sein. Wir sind ja auch schon ziemlich am Ende, wenn wir mal das mit der Leon-Kampagne vergleichen. Also, Enterhaken. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, oh, the audacity of youth. Okay, dann müssen wir jetzt noch Settler bekämpfen. Alles klar. Hui. Hi. Frech. Okay, ich sollte mal weglaufen, das bringt so nichts. Ich glaube, einmal können wir uns noch treffen lassen. Sehr schön. Dreist. Was ist das denn jetzt auf einmal? Möglicherweise ist es immer die gleiche Attacke. Okay, damit hat sich's dann geändert. Und schön. Oben war ja noch Zeug, ne? Sehr gut. Wir können ja auch einfach gehen. So, wir haben ja auch eine ganze Menge Munition hier für die Uzi. Nutzen wir es doch mal. So, wie du meinst. Guck mal, gar nicht auf. Na komm!
So, einmal Messerchen. Und haben wir es jetzt nachgeladen, die Waffe? Ich würde gerne ausweichen bei sowas. Hältst du nicht davon, wenn wir mit der Armbrust mal auf dich draufballern? Nicht so unglaublich viel, habe ich den Eindruck. Ich würde gerne mal vorbei, dankeschön. Komm, wir gehen mal wieder hier raus. Schieß doch bitte. Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Na gut, dann könnt ihr zwar mal ein bisschen Spaß haben. Ich müsste doch eigentlich noch eine Heilung haben, oder? Nee, leider nicht. Okay. Dann nehmen wir die so lange. Da wäre noch eine Granate. Okay, wir haben tatsächlich gerade Zeit. Das ist gut. Dann laden wir alles nochmal nach. Habt ihr Spaß da unten, mir scheint. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Shotgun-Munition, sehe ich gerade. Du bist nachgeladen, das ist schön. Ich können wir nochmal nachladen. Und auch die haben wir jetzt leer geschossen. Wir werden ein bisschen mit der Armbrust unterstützen. Okay, da ist es nicht gut. Handgranate, dann beeilen wir uns vielleicht noch besser. Ist in Ordnung. Da geht's. So, ist
Unkraut. Auch ganz nett. Hi. Autsch. Das könnte jetzt etwas knapp werden, tatsächlich. Sekündchen zu spät, tatsächlich. Nach oben bitte. Handgranate wäre eine Idee. Bitteschön. Ich brauche hier eigentlich kein Geld mehr, ne? Oh, das wird knapp. Use this. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. So, und damit hat man da auch die Separate Ways durchgespielt. Ja, bisschen stressiger jetzt am Ende gewesen, aber zum Glück haben wir das nicht alles beim ersten Mal geschafft. Ich glaube, ich hätte mit Leon doch vielleicht ein paar andere Waffen, also gerade die Uzi mitnehmen sollen. Die hat sich ja dann doch jetzt als sehr nützlich erwiesen. Na gut, mein Armbrust ist, glaube ich, auch nur Ada vorbehalten. Von daher war das ja eh außen vor. Oder hätten wir mit Leon auch die Armbrust nehmen können? Weiß ich sich gar nicht mehr. Aber gut, wir sind durch. Sehr schön DLC. Ganz interessant, das mal von der anderen Seite zu sehen. Und sie haben ja auch, wie gesagt, so ein paar Sachen. Gerade das vierte Kapitel haben sie ja noch extra Content dafür eingebaut. Der Rest war halt quasi das Ganze nochmal mit Ada durchlaufen, vor oder nach Leon. Aber auch mit den ganzen Zwischensequenzen und der zusätzlichen Story. Sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Gut, dann muss ich jetzt erstmal nachgucken. Also Resident Evil 5 kommt noch nicht. Ich glaube, jetzt kommt, wenn mich nicht alles täuscht, Revelations 1. Aber ich muss nochmal in die in meine Liste gucken, wie das jetzt mit der chronologischen Reihenfolge ist. Code Veronica ist ja leider nur PlayStation, also konsolenexklusiv. Da gucke ich mir tatsächlich auch gerade ein Let's Play dazu an, dass ich das zumindest mal mitkriege. Aber das wird es dann nicht geben. Und bei Operation Raccoon City muss ich halt mal gucken, ob ich da irgendein Uncut-Patch finde, weil die deutsche Version, also die Steam-Version, leider nur geschnitten ist. Naja, müssen wir mal gucken. So, gut, da haben wir jetzt zwei etwas kürzere Folgen. Ich hatte kurz überlegt. Ah ja, es steht für Style. Sehr gut. Ja. Ich hatte kurz, oder ist es jetzt, weil wir es einmal mit unter 5 Stunden durchgespielt haben? Ist halt nur der DLC. dass ich irgendwie den Faden verloren habe und nicht mehr weiß, was ich sagen wollte.
So, jetzt können wir die Chicago Typewriter. Alles klar. Speichern wir nochmal. So, aber das war es dann tatsächlich erstmal. Mit, oder war es erstmal, das war es komplett jetzt mit Resident Evil 4. Ich denke, hier können wir die X nochmal durchgehen. Genau, die ganzen Zwischensequenzen uns nochmal anschauen. Was war mit Adas Bericht? Das sind wahrscheinlich die Berichte, die wir dann hatten, oder? Genau. Ja, dann haben wir tatsächlich jetzt Resident Evil 4 soweit durch. Ah, genau, ich hatte überlegt, ob ich die zwei Folgen zusammenschneide. Das wollte ich sagen. Aber ja, ich glaube, das passt ja auch so einigermaßen. Von daher bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Resident Evil Teil wieder. Ich glaube, Revelations ist es. Aber wie gesagt, so ganz sicher bin ich nicht. Von daher, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen und ciao, ciao.